Ja, Leute, willkommen zu unserem ersten Basisangriff. Es ist noch nicht viel passiert. Wir hatten beim letzten Mal hier einen Tarsot umgesehen. Und da wird der AT-Soul jetzt nochmal versuchen, den Platz zu machen. So, da sehen wir ihn nochmal. Komm. Zack. Gut. Der ist weg. Nochmal hier ums Eck. So, Ike, was siehst du? Ein Hirn. Dachte ich, nun mach ich mal den Routine-Check und Tatsache. Die gute Schusslinie. Was wäre das Spiel ohne Schusslinie? Zack. Gut gemacht. Noch nicht mal mit einem gezielten. Okay, wir geben mal ab. Da war ein Hirn. Und beim AT-Soul haben das versucht. Und der hat einen Launcher, der Tarsot. So, Hirn ist platt. Gucken, ob der Fatu da noch was machen kann. Probier mal, den abzuknallen. Zack. Gut gemacht. Okay, nichts passiert. Das ist schön. Nehmen wir mal rein. So, noch Zeiteinheiten übrig lassen. Ike bleibt da nochmal in Stellung. Malmö. Geht mal hier hin. Und oder wo, da schicken wir auch noch mal raus. In Richtung Basis. Eingang. So. Aha. Qualle? Leute, warum schießt ihr nicht? Der Fatu ist angeschlagen durch die Qualle. Die Qualle ist platt. Da war aber noch eine Qualle. Soul, versucht mal den Guten zu heilen. Eins, zwei, drei. Gut. Der ist wieder fit. Oder wo da rein? Ike sieht wieder was. Noch eine Qualle. Die lebt aber noch. Okay. Gib nochmal ab. Schieß doch. Ups. Ich glaube, da hat einer einen Blaster losgelassen. Okay, Fatu ist geheilt. Oder Bruder, macht mal die Dings platt. Vater, guck mal hier rein. Sieht nichts. Wir müssen hier gleich mal hochgehen. Okay, sieht da noch nichts. Soul mal hier in Stellung. Bin ja eigentlich versucht, hier mit dem Launcher mal reinzugehen. Sicherheitshalber. Aber ich. Ja, komm, falls da noch ein Hirn ist oder so, ich weiß es nicht. Ich lasse mal die Tür auf. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Komm. Ah, stand doch noch einer. Ein Aquatoide. Okay. Lädt Malmö gleich mal nach. In der richtigen Waffe natürlich auch. Ike. Den immer noch. Jetzt aber, komm. Sag mal, was hält denn diese scheiß Qualle aus? Gibt's doch gar nicht, Leute. Soul, fährt nochmal hoch. Ein Hirn. Scheiße.
verfehlt auch noch. Verdammt. Und jetzt stehen wir da. Kacke. Fahr du bitte. Triff. Leute, was soll das denn? Oh. Oder wo, da komm. Letzte Hoffnung. Nee, gar keine Hoffnung mehr. Okay, das war's. Der Kollege ist hin. Es sei denn, wir können da noch was mit dem Launcher regeln. Auch wenn das jetzt Verschwendung ist. Wegen einem Gegner, aber... Gut. Das Hirn ist platt. Malmö war die Rettung. Okay. Nur schade um die Muni jetzt, um ehrlich zu sein. Oder Ruder guckt hier mal raus, sieht nichts. Okay, dann wieder zurück. Und hier ist der Hauptraum, wo wir hin müssen. Bewegt sich Soul da schon mal hin in die Richtung. Und Fatu auch. Ike, jetzt komm. Mach das Ding platt. Na, endlich. So. Exweiser. Auch mal hier in die Richtung. Da fällt mir ein, der Tarsot hatte doch einen Blaster. Da könnten wir doch eigentlich mal Muni einsammeln gleich mit dem Malmö. Versuchen es weiter mit Molekülsteuerung. Okay, wir sehen noch nichts. Gehen trotzdem mal rein. Oder wo da auch in die Richtung. Ich guck gleich mal beim Exweiser. Wo stand denn der Tarsot? Hier, nicht hier. Genau, jawohl, der hat sogar Muni. Und das Ding ist geladen. Super, dann kann der Malmö gleich mal aufstocken, wenn er reingeht für die nächste Runde. Okay. Sepharan auch hinterher. Gut. Gewürztes Filet. Kaliber-LP mal hinterher. Geben wir ab. Da habe ich einen Schuss gehört. Okay. Vorsichtig vor. Fartu sieht noch nichts. Wir nähern uns der Höhle des Löwen. Soul sieht auch noch nichts. Okay. Oder wo da hinterher? Komm. Sepharan. Hinterher. Exweiser. Kaliber LP mit noch ein bisschen wenig LP-Einheiten, genau. Zeiteinheiten. Aber das kriegen wir noch hin. Okay, Malmö. Würde ich sagen, geht auch mal rein. Sammelt in der nächsten Runde Muni auf. Ike auch in die Richtung. Wow, ich glaube, hier ist gerade der Weltuntergang. Es regnet wie aus Eimern. Ui. Ein Tarsot. Der war hier. Da ist er doch. Komm, fahr du, mach ihn platt. 83% und trifft nicht. Auch schön. Naja, meine Güte, muss ja nicht immer treffen. 80 Soul, komm, du jetzt aber. Zack, okay. Sepharan sieht ihn. Kannst du schießen? Zack. Gut gemacht, der ist platt.
Okay. X-Weiser hinterher. Kaliber-LP hinterher. So, Malmö sammelt Muni auf. So. Haben wir nachgeladen? Haben wir, okay. Ja, mit dem Störer kann man da in der Basis richtig schön auf die Kacke hauen und den Jungs mal ordentlich den Arsch aufreißen. So, komm. Nee, auch noch hinterher. Wir gehen jetzt rein. Und der cool Pac-Man kommt auch mit. Versuchen es weiter mit Molekularkontrolle. Okay. Was hast du gesehen? Da siehst du einen. Okay. Ein Hirn, wo ist das? Durch die Decke oder was? Keine Schusslinie. Ja, hätte mich auch gewundert. Fartu, Soul. Hier mal lang. So. Mal alle in Stellung hier. So, Leute, hinterher aufrücken. Malmö. Und der Eik. Das Filet. Schön, die Zweiertrüppchen. Wenn da jetzt ein Störer kommt, ist das komplette Team weg. Ah, wir hoffen natürlich mal aufs Beste. Nichts passiert. Okay. Hier ist keiner. Hier ist auch noch eine Tür. Soul, was siehst du? Draußen einen unbewaffneten Tarsot. Nein, den Einsatz wollen wir nicht abbrechen. Jawohl, gibt's eine in den Rücken. Und dann war's das. Okay. Oder wo da? Seferan. Ex-Weiser hinterher. Kaliber. Malmö. Ike. Und die beiden. So, dann haben wir hier schon mal alle in dem Gang. Hoffe mal, jetzt geht da nichts schief. Soul dreht durch, das ist nicht gut. Okay, hier sehen wir nichts weiter. Fartu. Oder wo da? Check da mal. Sieht nichts, okay. Hauptsache, die übernehmen den. Was siehst du? Wieder ein Hirn. Das ist hier der Kontrollraum. Also man hat hier den Kontrollraum und oben ist hier so eine, ja, wie so wieder so eine Balkon. Ja, so ein Balkonlevel. Keine Schusslinie, aber wir wissen schon mal, dass da ein Hirn ist. Okay. Aber da sind ja meistens Hirne. So, wie gesagt, ich hoffe jetzt nur, die übernehmen den Zoll jetzt nicht. Dann nehmen wir dem am besten mal die Waffe weg, sobald die den in Ruhe lassen. Mal umstellen hier die Basis. Fast schon wieder verklickt, aber der Kollege hat eh keine Zeiteinheiten mehr. So, gehen wir ab.
Gut, nichts passiert. Und da würde ich sagen, wir machen erstmal eine Pause und dann geht's morgen weiter hier mit dem Stürmen des, ja, zentralen Raums hier. Also Leute, bis morgen. Ciao, ciao.